Und 500. Das feierliche Ende einer Kunstausstellung nennt man Collage, Eremitage, Finissage, Bon Voyage. Bon Voyage ist gute Reise eigentlich, aber weiß ich nicht, was man das so nennt. Eremitage. Collage? Da bin ich raus? Na toll. Also zugegebenermaßen, das klingt ja, ein paar Antworten klingen ja echt ganz gut soweit. Bon Voyage sagt man meistens auf einer Reise beim Schiff, wenn man wegfährt, Bon Voyage. Erstmal ein Kuss hinterher. De Bon Voyage, das ist das Ende einer Kunstausstellung. Ich glaube, Bon Voyage ist da irgendwie zu naheliegend, oder? Täusch mich das ein bisschen in dem Sinne. Also ich würde irgendwie so sagen, es könnte ja A oder B sein, aber weiß nicht. Was tun wir, Leute? Was tun wir? Sind gut an. Just a reminder, you have lifelines. That's a good point, though. The main thing is stay in the game. D, C, ich sag A oder B, jetzt haben wir alles, da toll. Ich finde es Sash. Wir müssen uns einigen, ne? Also wir alle Mann. Ich allein kann das nicht entscheiden. Es liegt bei euch. Es ist eure Antwort, deswegen müssen sie. Also es ist unsere schon, aber es ist nicht eure Antwort. Warum C, warum D? Mal so gefragt. Ohne Joker, ohne alles. Ohne Joker? Ich weiß nicht. Take a Joker. I would recommend that too. Wirklich? Ja, nimm C ohne Dings. Ja, wenn du das sagst. Ich meine, es ist Chatrunde, wie gesagt. Es ist Chatrunde. Alle können entscheiden. Alle können mitentscheiden, wie gesagt. Es ist eine Runde. I mean, two people already would like to use a lifeline in this question. Also zwei Leute wollen bereits einen Joker bei der Frage nehmen. Unsere beiden GMN und Legendary Shadow Wolf wollen beide einen Joker nehmen. Diablo, was würdest du sagen? Joker oder was anderes? Warte, check ergänzt mal gerade was. Und zwar OBS, wo haben wir dich? Die Szene hier.
So, nur als Ergänzung. Jeder darf antworten, jeder, der da ist. Die Mehrheit für eine Antwort entscheidet, nur als Erinnerung. Ich nehme einen Telefonjoker, sicherheitshalber, weil... Du willst echt 10 nehmen? Gut, also... Wenn du es machen willst, sind sie der Rest, der mitmachen will. Die Finissage, ich hätte was anderes gesagt, ehrlich gesagt. Und? Es ist richtig so. Boah. Ehrlich gesagt, das hat mich gerade überrascht, weil ich wäre niemals mit C mitgegangen, meinem Leben nicht. Ich hätte irgendwie alles andere genommen, aber C hätte ich ausgeschlossen. Glück gehabt. Ja, du kannst mal sehen. Mehr Glück als Verstand in dem Sinne wohl. Aber noch alle vier da. Nacht im Meer, Shakespeare in Love War, spielte Joseph Fien im Kino jetzt. Albrecht Dürer, Martin Luther, Ludwig van Beethoven oder Otto von Bismarck? Wen spielt der Joseph Fiennes im Kino jetzt? Beziehungsweise, da wo die Frage gestellt wurde. I don't know the answer to this. However, good news, we have all four lifelines available. 50-50, phone a friend, ask the audience, and ask an audience member the fourth lifeline. We have den Film in der Schule gesehen. Letztes Wort? Ich frage sicherheitshalber jetzt nach, weil bringt es uns nichts. Du sagst B, Martin Luther. Und? Jawohl. Nicht schlecht. 2000. Unter welcher Bezeichnung ist Her Majesty's, das Fragezeichen ist ein Hochkomma. Ist ein Datenbankfehler. Her Majesty's Royal Palace and Fortress, allgemein besser bekannt. Tower of London, Airport of Windsor, Gate of Buckingham oder Terminal of Balmoral. Ansonsten für alle, die Englisch gerade da sind. Was? Ja, A. Tower of London. Nehmen. Ich weiß halt auch nicht immer, ob es bei dir eine sichere Antwort ist oder ob es eine geratene Antwort ist. Sind sie in dem Sinne, wie sicher du dir bist. Deswegen, ich frage nach. A. Tower of London. Jawohl. Auch richtig. Jetzt läuft es aber. Jetzt läuft.
Ganz sicher, jawohl. Da war ich aber auch mitgegangen mit Antwort A. Stimmt ja auch. Bei der war ich sogar noch dabei gewesen, da hättest du mich gehabt. 8000. Welcher Hai ernährt sich hauptsächlich von Plankton? Grauhai, Walhai, Katzenhai, Hammerhai. Das ist wiederum eine schöne Frage. Aussicht von Plankton, also Walhai, Quatsch. Hammerhai weiß ich jetzt nicht. Katzenhai. Well, ist möglich, ne? Grauhai. Also ich habe zwei im Kopf, die sein können, aber weiß es nicht. Wie sieht es bei dir aus? B, unsicher. B, unsicher. Was soll man denn den Joker nehmen? Wir haben ja noch vier Stück. Noch können wir welche nehmen. Bevor es zu spät ist. Da kommt noch ein B oder D. Also wir haben definitiv einmal B unsicher und ein B oder D geraten. Also zwei halbe Bs quasi und ein halbes D. Nimm den 50-50. Kann ich machen. Na dann. D fliegt raus. Bleibt noch B und A stehen. Dann B. Habt ihr ja beide gesagt. Gucken, ob das stimmt. Ja. Soweit so gut. Upsa. Soweit so gut. Wir gehen auf die 16.000er. Die für die Ölindustrie bedeutende Straße von Hormus liegt zwischen Japan und Südkorea, Sri Lanka und Indien, Spanien und Marokko oder Oman und Iran. Das macht zu von. Das glaube ich dir. Weil wir haben schon teilweise Streams gehabt hier. Da sind wir mit aktiv 8, 9 Leuten im Chat das hier gespielt. Und dann findet man bei gespaltenen Antworten eine Mehrheit. Das ist lustig daher. Weil alles im Chat ausdiskutieren müssen. Wenn jetzt hier gerade, keine Ahnung, sagen wir mal, 8 Leute gucken gerade zu. 3 schreiben im Chat drin. Ihr müsst also mindestens 2 für dieselbe Antwort haben. Die Mehrheit entscheidet immer noch, wer weiterkommt, bis sie, wie weit es eben geht. Und morgen, also jetzt am Sonntag, was geht ab, Bro? Nicht viel bei dir. Und morgen kommen wir mit dem Spiel wieder zurück. Jetzt gehen die Sätze wieder los, die haben wir auch schon alle gehabt. Ich würde den Telefonjoker probieren. Dann nehmen wir den nochmal. Oh, welchen von den dreien setzt du? Es macht welchen Unterschied, welchen du nimmst. Es macht einen Unterschied, welchen du nimmst. Suchen wir aus. 1, 2 oder 3. Die 1. Du kennst ihn. Jetzt wird's noch lustig. Das ist mal echt ein kleiner Troll im Chat. Finde ich lustig. So, für die Industrie bekannte Straße von Hormus liegt zwischen Japan und Südkorea, Sri Lanka und Indien, Spanien und Marokko oder Oman und Iran. Dass es nur Antwort D oder A sein kann.
Die stärkere Tendenz des Telefonjokers wiederum glaubt, dass es Antwort D ist, aber A ist auch nicht gerade schlecht. Also der Hinweis für die Antwort ist bei ihm bei Antwort D. Bei Oman und Iran. Tja, da geht die Aussage flöten mit. Ich würde 10 nehmen, safe. Also Sätze hatten wir schon mal gehabt. Das ging mir Leute in die Hose. Da gab es echt schon Fälle, da kam einer rein, hat dann nebenbei gegoogelt gehabt, weil Leute, die googeln, schmeißen generell eh wieder für eine Stunde raus. Und dann ist es echt drauf angesprungen noch, auf die falsche Antwort, extra, und ist runtergeflogen. Insofern, so Aussagen, nimm Safe 10, nimm keine Ahnung, mach das, das, Joker, easy, vertrau mir, tralala, ist immer so ein bisschen freundlich auf dem Twitch. Was gibt viele, die einfach ihren Spaß dran haben, sowas zu machen, deswegen. Aber es ist ja gerade hier Alex eine Runde. Ich hab's jetzt schon wieder getriggert, kind, ernsthaft. Papa, was ist ein Alexa, Vakuum? Stopp. Warte. Ja, was denn? Du wirst den Joker doch nehmen. Er hat gesagt, nimm D. Wieso ist es dir egal? Was macht denn das für einen Sinn? Nein, C hat Oscar gesagt, hat der Joker, mein Telefonjoker meinte, ist Antwort D oder A. Deswegen ist er zu dir gegangen in dem Sinne. C war Oscars Antwort. Bzw. 7 Oscars. Das ist halt so mit dem Spiel, ihr könntest du auf Twitch ein perfektes psychisches Spielchen durchführen. Ja, yeah, das war's, my Alexa. Erzähl einen Witz. Wo wohnt der DJ? Im Plattenbau. Every time something similar to her name and she gets triggered. Mein Hirn raucht jetzt. Also Telefonjoker meinte, du könntest den nehmen, zu 70%. Da kannst du drauf vertrauen. DJ im Plattenbau, ey. Die Frage ist, was will der Chat machen zusammen? Du willst noch einen nehmen? Das kriselt gerade, oder? Dann nimm noch einen Joker. Kann ich machen, aber... Willst du echt noch einen haben? Wenn ja, welchen? Publikum oder Zusatz? Ich meine, 70% ist immer eine gute Zahl eigentlich im Spiel. Publikum, gesamt also. Gut, dann nochmal die Frage. Die für die Ölindustrie bedeutende Straße von Hormuz liegt zwischen A. Japan und Südkorea, B. Sri Lanka und Indien, C. Spanien und Marokko, D. Oman und Iran.
Wir haben schon ein D gehört. Ich hoffe, es hat jetzt nicht die beeinflusst. Gucken wir mal. Auch die sagen mit großer Mehrheit D 61%. Ist natürlich die Frage, ob sie sich da beim Telefon-Joker mit eingeschlossen haben, ob sie es vorher wussten. Nein, Spaß. Beeinflussen kann man die zumindest in der alten Version nicht. Das ist in der neuen aber möglich, lustigerweise. Also wir haben zwei Joker, die auf D sagen, Oman und Iran. Du hast einmal 60%, einmal 61%, einmal 70% für D. Deswegen, das macht bei zwei Jokern eine gute Mehrheit auf D aus. Also ich würde damit gehen, ich würde mir jetzt nicht noch einen dritten holen, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist ja mehr oder weniger deine Runde. Dann D, Final Answer, das ist so mal ein Wort. Und es ist ja auch richtig. So, jetzt wird's fünfstellig, sie sind gerade reingerutscht. 16.000 sind sicher, 32.000 die nächste Frage, 5 entfernt, ein Joker noch da. Wir gucken mal weiter, 32. Wer hat beruflich mit Antizyklonen zu tun? Literaturkritiker, Kammerjäger, Apotheker oder Meteorologe? Mit Antizyklonen. Schönes Wort. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ich überlege gerade gleich, wie wir nach der Runde weitermachen sollen, auch vor allem. Weil ich habe mehrere Sachen geplant gehabt für heute Abend, sind sie ja eigentlich für morgen und heute, aber ich denke mal, eins davon können wir gleich schon raushauen. Du hast noch den Zusatzjoker, die 16.000 sind nicht sicher. C mit dem traurigen Smiley, das heißt Unsicherheit. Ich sehe schon, da steht Unsicherheit ins Gesicht geschrieben gerade. Was tun wir? Willst du eine Antwort definitiv nehmen oder willst du den Zusatzjoker nehmen, für zumindest diese Runde zu überleben? Dann Zusatzjoker. Alles klar, dann nehmen wir den. Mal gucken, wen erwischst du denn? Die Elisa. Oh, eine sehr junge Dame. Die 18-Jährige. Eine 18-Jährige. So. Zu 55% sicher, dass Antwort D nur recht sein kann. Meteorologe. Also ich sag mal so, bis jetzt... Der Zusatzjoker hat bis jetzt noch nie falsch gelegen. Also natürlich bei meinem Spiel jetzt hier. Er hat es hier in meinem Spiel noch nie falsch gelegen bis jetzt. Gut, D. Der Meteorologe. Puh. Und... Ja, sind sie du? Hast recht. Sehr gut. Wunderbar. Alle Joker sind weg. 4 Fragen übrig. Wir gehen auf 64.000.
zur Erinnerung, du kannst jederzeit sagen, du steigst aus. Das gibt's auch. Wer war der direkte Vorgänger Romano Prodis als Chef der EU-Kommission? Jacques Delors, Neil Kinnock, Jacques Santé, Ruth Lubbers oder Lubbers. €64.000 Frage ist es. Bei einer falschen Antwort geht's runter auf 500. Aussteigen jetzt wären 32.000. Du würdest aussteigen. Letztes Wort von dir. Wenn du sagst, bestätigst, dass du aussteigen willst, dann nehmen wir es auch. Du würdest aussteigen. Alles klar. Dann war es ein schöner Run bis hierhin und du nimmst zumindest mal mit dem Restchat 32.000 mit. Gut gespielt. So, so viel dazu. Und jetzt die Frage, was hättest du bzw. was hättet ihr genommen? Was würdet ihr nehmen? Jawohl. Was würdet ihr nehmen, Freunde? GMN Prime Claps. Jetzt kannst du echt blind raten. Was wäre in deinem Sinne, bzw. deiner Meinung nach, richtig gewesen als Antwort? Einfach den Buchstaben. Ich warte noch ab gerade. Ich warte noch ab. Er schreibt nichts mehr, er ist schon besoffen. MC. Der Jacques Santé. Richtig gewesen wäre. Jacques Santé. Oh, Backe. Es wäre richtig gewesen. Das wären moralisch 64.000, aber du bist ausgestiegen, deswegen bei 32.000 bleibt auch. Schade drum, schade. Aber trotzdem war ein lustiger und schöner Run bis hierhin. Sehr schön. Und damit beenden wir unseren Gameshow-Abend Teil 1 soweit bis hierhin. Morgen. Da geht's hier in jedem Fall mit WWM weiter, aber bleibt dran. Gleich geht's noch weiter. Wir sind noch nicht fertig für heute. Es geht gleich noch weiter mit was. Ein weiteres Spiel, eine Game Show, die auf Twitch hier laufen wird. Ansonsten war's das für Werbemillionär für heute. Morgen geht's weiter mit einem Special. Ich bin sehr gespannt, wer alles dabei sein wird. Weil morgen werden nicht nur der Chat spielen können, sondern einzelne Leute können sich trauen und morgen zusammen einzeln. Entweder als Team jeweils oder separat im Discord mitraten. Ich würde mich echt freuen, wenn Leute auftauchen würden. Das war Werbemillionär für Twitch und gleich sind wir dann mit dem nächsten Special. Bleibt dran, bis gleich.